Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de, heute die 125 von 365 mit einem weiteren für mich wichtigen Thema, nämlich dem Athletiktraining im Triathlon. Wenn man sich so umhört, und ich habe auch wirklich mal rumgefragt und auch mal wirklich Sportler in den letzten 10 Jahren statistisch beobachtet, sagen wir es mal so, maximal 25% aller Triathleten machen ein zweimaliges Athletiktraining. Ich sage bewusst kein Krafttraining, Athletiktraining pro Woche, und 75% machen das gar nicht, warum auch immer. Die Argumente dagegen zählen wir gleich noch auf. Also 25% sind sich der Wichtigkeit oder des Nutzens bewusst, und 75% lassen diese Leistungsreserve einfach liegen, und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer eigentlich. Und vielleicht sind sich des Benefits des Krafttrainings gar nicht so bewusst. Ein Krafttraining oder besser gesagt Athletiktraining bewirkt auch ein höheres Maß an Bewegungsökonomie und ist letztendlich auch eine Verletzungsprophylaxe. Und für all diejenigen, die jetzt wirklich vielleicht auch nach Kona wollen, weil es jetzt auch vor der Tür steht, das ist ein ganz aktuelles Thema, ist es wichtig, dass ihr auf dem Weg zu euren Zielen einfach belastungsstabil bleibt und seid, und das erreicht ihr in der Regel nur durch ein Krafttraining oder ein Athletiktraining. Und Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen stellt eine zyklische Bewegung dar, also immer eine wiederkehrende Bewegung, immer mit den gleichen Bewegungsmustern. Das heißt, ihr seid vielleicht in euren Bewegungen schon einigermaßen geschult, aber noch nicht immer 100% ökonomisch oder effizient. Und ein Athletiktraining verbessert einfach die Bewegungseffizienz, weil ihr eher in der Lage seid, auch achsengerecht bzw. biomechanisch in einer günstigen Position eure Bewegung durchzuführen. Das soll heißen, wer zum Beispiel eine schlecht ausgeprägte Po-Muskulatur hat und vielleicht dann auch im Hüftbeuger zu verkürzt ist, der läuft in der sitzenden Position und kriegt das Knie gar nicht hoch, also hat auch einen entsprechenden leistungslimitierenden Effekt, aber natürlich auch durch die schlechte Hüftstellung natürlich auch dann einen höheren orthopädischen Impact, was dann auch eher zu Verletzungen führt. Es gibt natürlich immer wieder Argumente gegen das Krafttraining. Ja, ich kann kein Krafttraining machen, hat mal einige aufgezählt, ich kann kein Krafttraining machen, weil ich einfach keine Zeit zum Training habe. Ich empfehle den meisten Triathleten vielleicht einfach mal von den 100%, die sie Schwimmen, Radfahren, Laufen absolvieren, vielleicht mal 10-15% vom Zeitbudget einfach mal abzuknabbern und die 10-15% einfach mal ins Krafttraining zu investieren. Die meisten sind eh viel zu viel am Schwimmen, Radfahren, Laufen, und denen wäre eh geholfen, wenn sie vielleicht ein kleines bisschen weniger Umfang trainieren würden, denn nicht immer viel hilft viel, sondern in dem Fall das Krafttraining einfach mal implementieren ins Krafttraining, ins Gesamttraining, und ihr werdet sehen, es geht auf jeden Fall vorwärts. Weil das Argument dagegen von vielen ist, ja, es hat ja gar keine Relevanz im Triathlon. Also wenn ich jetzt irgendwie im Wettkampf nach dem Schwimmen, nach 1500 Meter im Ironman 200 Liegestütze machen müsste, dann würde ich vielleicht Krafttraining machen, oder beim Radfahren nach 50 Kilometer auf dem Rad jetzt irgendwie Kniebeugen machen müsste, dann würde ich das vielleicht auch trainieren. Das ist mit Verlaub ziemlicher Blödsinn, denn egal welcher Sportart das ist, ein Krafttraining gehört immer einfach dazu. Das ist eine allgemeine Kräftigung oder eine allgemeine Geschichte, die jeder Sportler in sein Programm einführen müsste. Auch die Top-Triathleten, egal ob es Pete Jacobs, Chrissy Wellington, Eneko Janos, Chris McCormick, egal wer es ist, die machen alle ein Krafttraining oder ein Athletiktraining, entweder am TRX Suspension Trainer oder viel mit Balance Board, also viele koordinative Aspekte oder Balance-Aspekte drin haben. Also das Argument lassen wir einfach mal nicht gelten, mit Ausnahme vielleicht Brad Sutton, der sagt, Triathlon ist Schwimmen, Radfahren, Laufen und nicht Krafttraining. Der hat da seine eigenen Philosophien, die er verfolgt, die man nicht unbedingt immer so kritiklos teilen sollte. Dann war das Argument dagegen, gegen Krafttraining, ja, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich ja, wie gesagt, lang unterwegs und dann nehme ich auch schwer an Gewicht zu. Das ist auch Blödsinn, es geht nicht darum, den Muskel zur Hypertrophie, also zum dicken Wachstum anzuregen, sondern das, was ihr an Muskulatur zur Verfügung habt, optimal zu rekrutieren, soll heißen, die inter- und intramuskuläre Koordination einfach zu verbessern, dass das Zusammenspiel zwischen den Muskelfasern und den Muskelgruppen einfach besser funktioniert. Und das erreicht man durch Krafttraining, Athletiktraining, Entschuldigung. Dann weiterer Punkt ist die sogenannte Unsicherheit. Ich weiß ja gar nicht, was ich da machen soll und wie ich das machen soll. Es gibt Trainingspläne, die ich auch anbiete. Das ist auch so ein Punkt, der jetzt auch noch kommen wird. Also kommerziell beziehbare Krafttrainingspläne für Triathleten.
Und da wird es wirklich genau bebildert, beziehungsweise auch mit Videos beschrieben, wie die Übungsausführung und das Gewicht zu wählen ist. Das kommt aber jetzt erst noch. Dann ein weiterer Punkt ist die Angst. Wenn Triathleten in ein Fitnessstudio gehen und das sind Bodybuilder, die halt irgendwie die 35 Kilo Kurzhanteln durch die Gegend wuchten, dann haben Triathleten meistens ein bisschen Angst. Macht euch frei davon. Ihr seid Triathleten, das sind Bodybuilder, die können keine 10 Kilometer am Stück laufen, geschweige denn eine Glühbirne in die Fassung reinschrauben, weil die Muskulatur einfach zu fest ist oder zu schwer ist oder zu wenig durchblutet ist. Ihr seid alltagstauglicher als Bodybuilder und da braucht ihr keine Angst zu haben. Wichtiges Thema, Athletiktraining, Triathlon, ich möchte da Bewusstsein erlangen. Ciao.